So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt bei dem Wetter. Einen Tag mehr im Homeoffice. Ich habe einen Nutribullet bestellt, der ist heute angekommen. Habe ich mir endlich können gesunde Sachen zusammenmixen. Ich weiß nicht, was ihr so bestellt. Es hat zwar geheißen, nicht zu viel online bestellen vom Rolli Brack, aber das eine oder andere haben vielleicht auch noch müssen auffüllen. Heute ist Steffi Buchli bei uns. Sie wird sich jeden Moment hier einloggen. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten herausgefunden, Steffi und ich. Die finden wir aber nachher gerade mal raus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit euch einschalten, respektive Fragen stellen. Ja. Was kann ich erzählen? Es tut sich jetzt einiges im Parlament. Wir haben jetzt eine Sondersession Anfang Mai, 5 Tage, wo wir all die Notverordnungen vom Bund absegnen. Und Kommissionssitzungen fangen auch wieder an. Wahrscheinlich habe ich nächste Woche dann die erste Kommissionssitzung. Und wenn die nicht physisch stattfinden, können wir jetzt auch digitale Sitzungen machen. Also wir haben es geschafft im Parlament. Es ist heute bestimmt worden, dass wir auch digitale Sitzungen abhalten können. Also, da ist Steffi reingekommen, jetzt müssen wir sie dann gerade zuschalten. Hey! Hoi Steffi! Hoi! Hörst du mich gut? Ja, ich muss da schon schnell, du bist da so schön in dem Bild innen und ich so halb daneben. Warte mal schnell. So, Rodeli. Hoi. Wunderbar! Hoi! Wie geht's? Gut, danke, und dir? Sehr schön. Ja, mir auch bestens, danke. Ich habe gefunden, Sehr wir gut. dürfen heute nicht so viel über Corona reden. Ach, Was meinst das wäre du? Gell? schön. Gell? Los, Wie es hat. sonst kommt man das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf raus, über das Thema. Es ist genau so. Und man hat irgendwie auch schon ein bisschen alles gelesen und es wiederholt sich einfach und es betrübt einem dann gleich irgendwie. Ist mir noch Ja, so recht, genau. glaubt man. Sehr gut, sehr gut. Ich habe gesehen, wir sind ja beide im Zürcher Oberland aufgewachsen und haben beide Banklehre gemacht. Und jetzt sind wir beide nicht mehr auf der Bank. Also wir haben schon 3 Gemeinsamkeiten, aber dann hat sich unsere Wege, also hat sich die Karriere schon ein bisschen verändert. Du bist jetzt Definitiv. bei UPC. Aha. Wie ist es gestartet? Vor 2,5 Jahren etwas gewechselt, oder? Ja, genau, es sind jetzt schon fast 3 Jahre, meistens 3 Jahre schon, es geht Schon, okay. unglaublich schnell. Und es war eine total coole Zeit gewesen. Wir haben jetzt die dritte Saison, wo jetzt würde zu Ende gehen, wenn nicht gerade das Virus wäre. Und es war einmal schnippen und es ist vorbei gewesen. Das finde ich fast das Krasseste. Wenn ich dir jetzt sage, 3 Jahre, kommt es mir wahnsinnig kurzweilig vor. Es ist natürlich so. Ich habe vor 13 Jahren beim SRF arbeiten, hatte dort eine unglaublich coole Zeit, habe mich können so weiterentwickeln, habe lässige Sendungen können machen. Und was jetzt die letzten 3 Jahre betrifft, das ist eine ganz andere Geschichte. Oder? Das ist so, ich habe ja einen Privatwirtschaftshintergrund mit, also medial meine ich jetzt, mit Radio Zürichsee und Radio 24. Mich tut es ganz fest an diese Zeit erinnern. Es ist völlig anders funktionieren in dem Umfeld. Es ist viel mehr kalkulieren. Logischerweise auch viel mehr Verantwortung. Das ist eine völlig andere Geschichte. Also wieder ein bisschen näher bei der Bank, muss ich sagen, als in Thailand. Hast du wieder mehr mitzahlen zu als quasi die 13 Jahre vorher, wo der Inhalt wahrscheinlich fast 100% ausgemacht hat von der Zeit und jetzt wieder mehr mit den Zahlen beschäftigen? Definitiv, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wie ist eigentlich, ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, ich muss unbedingt die Frage stellen, das Thema E-Sports. Ja. Das sagt ihr, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ja nicht so versiert, aber ihr sagt beim Thema E-Sports schon recht vorne dabei. Ja. Was kannst du erzählen? Was tut sich da in dieser Branche? Ja, es ist cool. Es freut mich vor allem auch, die Abteilung, die gibt es schon sehr lang, traditionell bei der UPC. Und neuerdings ist sie jetzt eigentlich näher zum iSports hergerückt. Wir haben auch die Verantwortung für das Projekt. Extrem cool. Wie ich es jetzt würde beschreiben, eSports.ch ist die Plattform, die wir haben. Und
ich glaube, es gibt jetzt andere Unternehmen, die ganz gross klotzend eigentlich einsteigen in das E-Sports-Thema, weil es halt sehr sexy ist. Oder alle suchen die Jungen. Wenn irgendwie die Jungen herkommen, mit E-Sports meint man jetzt, dass man das schafft. Und kommen so grossspurig rein. Und UPC hat schon lange einfach das Portal eSports.ch gepflegt und das hat so eine gute Street-Credibility, die uns natürlich auch nützt. Und wir haben jetzt gerade also sehr regelmäßige Events, die wir auch zusammenspannen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber es sind doch völlig unterschiedliche Territorien. Virtueller Sport und realer Sport. Aber wir versuchen immer wieder so Spagat und das ein bisschen zusammenzubringen. Das ist total cool. Sehr dynamisches Umfeld halt auch. Ich komme überhaupt nicht raus. Ich muss mir immer wieder Sachen erklären lassen. Games du? Nein, eben, eigentlich gar nicht. Ich habe früher mal gegamed und dann letztes Jahr habe ich einen Kollegen gefragt, ich so, ja, auf welcher Konsole games? Dann hat er gesagt, ich tue gamen. Also im Sinne von gar keine Konsole, sondern am Kompi. Dann habe ich gefunden, okay, ja, ist gut, ich kann mich wieder aus dieser Diskussion verabschieden. Aber ich habe mir überlegt, jetzt während der Quarantänezeit eine Konsole brauchte, die vom Kollegen anschaffen lassen. Aber ich habe dann gedacht, nein, das lassen wir jetzt bleiben. Ich habe ehrlich gesagt aber das auch noch nie gehabt. Du hast vorhin von unserer Jugend geredet. Weißt, ich habe früher nie so Computerspiele. Ich habe völlig keine Affinität zu dieser Welt gehabt. Und jetzt fasziniert es mich einfach sehr als Phänomen, wo Masse ja bewegt, wenn jetzt auch nicht uns zwei. Ja, voll. Aber um das kennenlernen, tust du ihn auch ausprobieren oder lässt dich einfach so ein bisschen briefen, um was es geht? Oder versuchst du es dann selber dann auch aus? Also gespielt habe ich im Fall wirklich noch nie. Was ich mache, ist mir ganz viele Fernsehproduktionen rund um E-Sports anschauen. Die haben ganz, ganz coole Inszenierungen von ihren entscheidenden Spielen. Das sind dann so, also das musst du dir vorstellen, im Olympiastadion von Peking eine riesige Inszenierung. Das ist total faszinierend. Ich habe jetzt mehr mich auf das konzentriert. Wie kann man einem Fernsehzuschauer ein virtuelles Event überbringen, mehr aus dieser Optik. Ja, voll. Und haben wir da noch, jetzt gerade in dieser Zeit, haben wir jetzt vermehrt auf das gesetzt? Weil es ist ja schwierig, über Sport zu berichten im Moment. Ja, total. Also von uns hat es effektiv von 100 auf 0 abgeschlitzt. Wir waren in der Playoff-Vorbereitung, haben es dann so langsam am Horizont gesehen, dass es ein Problem gibt. Nachher war Hockey relativ früh dran mit der Meisterschaftsabsage. Nachher ist ein Inhalt nach dem anderen eigentlich uns weggestrichen worden. Jetzt haben wir noch ein paar, die noch optional oder die noch hoffen, dass sie weiterspielen können. Deutsche Bundesliga zum Beispiel ist so ein Fall. Und ich aber ehrlich gesagt noch nicht sicher bin, ob das wirklich so aufgeht, wie sie sich erhoffen. Und nachher haben wir reagieren, wir mussten ganz viel mit Archiv arbeiten. Und dann haben wir logischerweise die E-Sports-Idee gehabt. Ich finde einfach, es ist noch gefährlich, dass man dann die Leute nicht frustet. Oder? Fakt ist, richtiger Sport findet keine statt. Und der richtige Ersatz ist dann eben auch E-Sports nicht. Das heisst, wir haben einfach in der Kommunikation immer ein bisschen geschaut, dass wir nicht sagen, das ist jetzt der Ersatz für die Hockey-Playoffs zum Beispiel. Aber wir haben E-Playoffs spielen lassen. Das war auch sehr cool, gewesen, so einem kompakten Format in einem Tag. Ja, genau. Also dann haben wir spontan ein E-Sport-Team zusammengestellt, das dann Playoffs gespielt hat. Genau, wir haben eigentlich 8 Mannschaften gehabt, die je von einem Spieler gespielt worden sind. Die sind gegeneinander angetreten in einem Tagesturnier und am Schluss war Genf Meister gewesen. Okay, ja nur. Für einmal nicht Zürich. Ja, genau. Wunsch fragt, was ist deine Rolle bei UPC? Also du meinst meine Funktion? Mhm. Ja, ich bin Programmchefin und selber noch Moderatorin. Vorne bin ich eigentlich nur in Anführungszeichen bin ich einfach Journalistin und Moderatorin in der SRF-Welt. Und nachher dann für den Aufbau von dem Sender vom iSports habe ich nachher die Programmleitung übernommen. Das heisst, das ist eine Verantwortung für ein Team von etwa 50 Leuten. Ein Team in der Romandie, das die französische Sprache der Region betreut. In Rossens sind die, dann eigentlich von Fribourg. Und auf der anderen Seite das Deutschschweizer Team, das in Erlenbach ist. Ich bin übrigens da gerade in meinem Büro, weil ich noch ein paar Sachen aufnehmen musste. Da bin ich schnell ins Büro geschlichen, aber natürlich mit dem Auto unten reingefahren und so gehe ich dann wieder zurück. Und das liegt in meiner Verantwortung. Also das heisst, was kommt wann, wie wird programmiert, was ist die Tonalität von unserem Sender und.
Und ich habe gesehen, du hast heute Französische Lektion gehabt. Ich sollte auch mal Französische Lektion nehmen. Ich bin auch noch nicht so gut. Ich versuche immer so ein bisschen ratebrechend mit dem Team dort in allen drei Sprachen, die mir ganz vorerst liegen, zu kommunizieren. Genau. Aber ich bin noch nicht so perfekt. Bist du schon gut? Ja, ich bin ein Auffrischen von der Berufsschule damals. Ich war ja, wo ich Parteipräsident war für die Jungen, habe ich viel mit der Romus zu tun gehabt. Ich habe ehrlich gesagt, einfach das Hören kann ich gut, aber das Reden habe ich dann nie richtig praktiziert. Und jetzt habe ich gefunden, muss ich wieder anfangen. Und ich habe eigentlich noch einen Sprachaufenthalt geplant im Juli, 2 Wochen, Südfrankreich. Mal Okay. schauen, ob der noch stattfinden kann, aber das wäre eigentlich angedacht gewesen, um es wirklich auffrischen. Aber das wäre eine gute Taktik gewesen, weil ich glaube, das Fiese ist, ich habe eigentlich immer mega gerne Französisch gehabt. Das Problem ist einfach, im Vergleich zu Englisch, wo wir eigentlich tagtäglich damit konfrontiert sind, Ja, ist das genau. Französisch einfach im Hirn ist auch irgendwie drin und es braucht wirklich viel Effort, um es wieder vorzuholen. Es ist super, wenn du das noch machen Ja, kannst. ich habe gefunden, da musst du dazu zwingen. Und das ist Ja. auch etwas, was übrigens unterstützt wird von der Parlamentsdienst. Also, Ah! uns wird da 2000 Franken pro Jahr, kommt man rüber, um sich Cool. weiterzubilden. Und dann habe ich Cool. gefunden, wenn man schon entsprechend die Möglichkeit hat, dann nimmst du sie ja wahr, oder? Ja, also lustig ist ja, ich finde manchmal wirklich unsere Mehrsprachigkeit. Du musst natürlich wahrscheinlich in deiner politischen Funktion sagen, ich liebe das und das ist wunderschön. Ich finde es manchmal unglaublich clumsy, wenn man irgendwie will, also auch bei Moderationen von, bei Events zum Beispiel, fällt es mir auf, dann muss man noch pro forma noch Französisch Grüezi sagen, aber dann gleich nicht richtig. Es ist immer, man kann es ja nie allen recht machen. Ich glaube, Thomas findet auch per se, wenn es viel Deutsch geredet wird, passt uns das nicht. Umgekehrt sind wir ja völlig allergisch auf französische Teile. Also wenn du willst, dass die Leute abhängen, musst du einfach anfangen, Französisch reden. Wir haben wirklich keine gemeinsame Basis. Ich finde es manchmal total dramatisch eigentlich. Ja, aber ich muss sagen, seit ich in Bern bin, habe ich das Thema Willensnation schon ganz anders erlebt. Weil du Oh, merkst, das glaube ich. du hast viel mehr mit eben mit Leuten zu tun, von ganz anderen Ecken in der Schweiz, wo eben Romansch redet, Italienisch, eben Französisch und sowieso. Und das muss ich sagen, das ist schon eindrücklich. Also wenn du so den Austausch miteinander hast. Und ich meine, jedes Dokument wird bei uns auf 2 Sprachen Wahnsinn. übersetzt. Das ist brutal. Also allein, was du siehst, was da für Protokollaufwand geleistet wird, weil wir verschiedene Sprachen haben, ist enorm, oder? Aber irgendwie merkst du so, du verschwendest keine Sekunde daran zu denken, dass das falsch ist. Also du merkst so, das ist wirklich das, was uns zusammenhält. Ja, es ist noch lustig, oder? In dem Umfeld jetzt, UPC ist ja, gehört ja zu Liberty Global, also zu einem internationalen Konzern. Viele Leute in unserer Geschäftsleitung sind international. Es ist manchmal dann witzig, wenn man in der Schweiz erklärt. Das ist dann manchmal wirklich so, also ob für einen Ami oder für einen Schott oder für einen Holländer, unser Chef im Moment ist ein Holländer, wenn wir ihm erklären, wie nahe zusammen die Sprachgrenzen sind und so. Das ist an sich nichts Neues, aber wenn man es dann so schwarz auf weiß sieht oder hört, dann ist es dann gleich wieder eindrücklich, was wir da haben in unserem kleinen Land. Und ich finde auch, Ja, es ist auch mega. sehr etwas Schönes. Manchmal einfach im Alltag so ein bisschen, oh, Challenge zu einem, Das mega. stimmt. Ja, das stimmt. Und am schlimmsten finde ich dann, wenn man anfängt, miteinander Englisch zu reden. Aber das habe ich jetzt in der Politik nicht, also habe ich jetzt nie gehabt, dass ich mit einem Romo-Politiker Englisch rede. Aber so in der Businesswelt hast du dann ab und zu. Und das finde ich dann, ja, das geht irgendwie nicht. Dann soll einfach jeder seine Muttersprache reden. Und verstehen sollte man sie dann doch irgendwie können, Ja, finde aber ich würde lügen, wenn ich es nicht auch schon gemacht hätte. ich. Jetzt habe Eben, ich manchmal wirklich einfach das blöde englische Wort schneller kommt und dann ja, probiere ich genau. es halt. Aber ja, es stimmt, es ist eigentlich ein Armutszeugnis. Der Nick Hartmann ist auch noch dabei gewesen, oder immer noch dabei. Gefragt, ob das mit Steuergeldern bezahlt wird. Das ist natürlich so. Wir fahren Nur weil er jetzt mit. gekündigt hat, fragt er an, spreche Sprüche nebenan. Ja, Ja, genial. gell? Ja, du 3 Tage hast ja auch noch einen nach der Post Kündigung, dann mache ich so Sprüche, oder? gemacht. Ja. Glaublich. Wie siehst du das eigentlich, so die Bewegung im Medienmarkt? Also, jetzt ist ja Blick TV gekommen, oder? Eben, CH Media wird auch viel mehr machen. Geht mir jetzt auf aus, wenn sie dann so einen Spezialist da jetzt an Bord geholt haben. Wie siehst du das? Du bist jetzt halt voll spezifisch im Sportbereich, oder? Die anderen sind ja noch viel breiter, aber Ja, also es ich macht glaube, wahrscheinlich sie auch haben Freude, oder? So Großes ein bisschen. vor. Und mich freut es natürlich mega, wenn ich sehe, dass er so Bewegung und Drive in den ganzen Markt hineinkommt, oder? Ich glaube, es war eine Zeit lang sehr statisch gewesen. Nachher hat es bei uns ein bisschen gerumort im Sportbereich, wo ich auch finde, es ist absolut gut, dass dort
private Projekte rum sind. Aber auch jetzt eben TV24, also was der Nick jetzt macht, das ist grossartig, dass die Gas geben mit Eigenproduktionen. Weil ich auch nicht glaube, dass die bei SRF Zukunft haben. Ich glaube, SRF wird immer einen wichtigen Auftrag erfüllen, was der Service Public angeht, die Grundversorgung der Leute mit guten, möglichst unabhängigen Informationen. Aber ich glaube, ansonsten wird sich das ganz fest in einem privaten Ecke hinbewegen. Und Blick TV findet natürlich eh ein wahnsinnig cooles Projekt, wo Ringe da rausgehauen hat. Oder? Sie haben gross angekündigt und ich habe so mitgefühlt mit ihnen rund um die Lancierung. Mega, mega cool. Und jetzt finde ich, am Anfang haben sie dann immer gerade so ein bisschen die dann Schelte austeilen und finden, ah, das ist doch noch nicht relevant und also nicht relevant und weiss ich was. Aber ich finde, so etwas musst du zuerst mal auf die Beine stellen. Jetzt haben sie extrem viel Routine können gewinnen mit der tragischen Situation, dass Corona gerade in ihre Lancierung reingefallen ist eigentlich. Und ich finde, was die Moderatoren dort machen, das ist ein Riesenjob, oder? So das Dauersenden, das will dann auch noch gelernt sein. Das ist wirklich cool. Ja, absolut. Absolut. Der Nick sagt, du sollst aufpassen, was du sagst. Also cool ist, er kann da einfach so ein bisschen an die Tür klöpfeln und ein bisschen Sachen sagen und wir können einfach machen, was wir wollen. Genau so ist es. Ja, genau. Jetzt habe ich aber noch etwas, nicht eine kritische Frage, aber was viele ein bisschen nervt im Sportbereich ist, du musst irgendwie, also ich merke es jetzt, ich habe irgendwie diesen, und dann, oder ich weiß nicht, wie das ausspricht. Und dann habe ich aber für die Live, habe ich teilweise noch Sky, wo ich dann irgendwie aber, und jetzt eben nachher für die Schweizer Botschaft noch UPC haben. Wie siehst du das? Ist das nicht irgendwie für den Nutzer teilweise ein bisschen ein Wirrwarr? Es ist ein totales Knusch im Moment, wirklich. Und das ist auch für uns nicht gut. Und das ist auch für Teleclub, unser härtester Konkurrent, eigentlich nicht gut. Das ist für alle mühsam, dass wir im Moment das Kunden so weit gebracht haben, dass sie wirklich recht verwirrt sind. Und das muss unbedingt wieder besser werden. Und ich glaube, die Zeit wird uns dort auch helfen, indem es ein OTT-Angebot gibt. Also was du jetzt schaust mit der Zone, wir sagen der Zone, aber das richtig ist, weiß ich gar nicht. Was du dort hast, was ist OTT? Over the top, sagt man dem. Also ein Angebot, wo du egal auf welchem Device kannst, als App konsumieren. Die Sky-Abo ist auch so. Uns gibt es übrigens auch OTT, das heisst MySports Go. Also es wird noch komplizierter. Und jetzt, im Moment haben wir halt immer noch die lineare Ausrichtung vom Fernsehen. Jetzt haben wir wie so Welten, die gehen von dem linearen, klassischen Fernsehzuschauer bis dorthin zu dem Jungen, der sagt, was, ich habe wieder eine Fernsehbox oder sonst irgendetwas. Ich schaue vielleicht Teleboy Wilma, weiss ich, wie die alle heissen. Satu, wollte ich sagen. Irgendetwas. Und ich schaue gar nicht mehr klassisches Fernsehen. Also ich glaube, jetzt haben wir im Moment ein bisschen Verwirrung, wie sich die Technologie so unglaublich schnell entwickelt. Und ich hoffe, dass wir etwa so in 3 Jahren vielleicht noch jemand sind, wo dort wieder ein bisschen mehr Ordnung rum ist. Okay, also meinst du, ist eine Frage vielleicht auch von Zeit, dass sich das ein bisschen, weil ich denke, die Anbieter merken ja, dass es ein bisschen gescheiter wäre, dass man sich vielleicht aufs eine spezialisiert und am anderen dann den anderen Markt ein bisschen überlässt. Oder? Ja, es ist natürlich immer so wettbewerbsrechtlich ein bisschen schwierig, was du jetzt gerade gesagt hast, aber es geht ein bisschen in die Richtung, oder? Dass man so leicht Territorien absteckt und einander dann nicht mehr alles gerade streitig macht. Aber ich denke mir schon, es geht in die Richtung. Und was ich auch noch nicht sicher bin, wie lange das es noch geht, wie lange das man noch linear schaut. Ich glaube, es geht doch noch ein Moment. Aber die Entwicklung, die geht sicher sehr rasch von sich. Mhm. Sie sind da gerade am Diskutieren wegen SRF und Bilag und so. Ich würde Nick gerne zuschalten, wir können Insta-Live nur das Zweite machen. aber was mich noch interessiert, so ein bisschen schon das Thema Medien, ist ja, gerade in der jetzigen Zeit hat man ja enorm viele Zuschauerzahlen überall, also online, also sei das bei Zeitungen oder auch im Fernsehen. Aber die Namen sprechen ja trotzdem weg, oder? Also ich glaube, sehr viele Medien haben jetzt enorme Mühe, trotz Corona, trotz den Klicks, oder? Wie unabhängig sind, oder wie, ich weiß nicht, ob du das darfst verraten, aber so ein bisschen, weißt, sind ihr vor allem Werbung finanziert, oder haben ihr viel auch über Nutzergebühren, oder wie schaut ihr, dass ihr da ein bisschen auch ein zukunftsfähiges Businessmodell haben? Also das ist natürlich absolut das Thema. Ich muss ganz schnell aufstehen, weil mein Licht da hat einen Bewegungsmelder. Jetzt bin ich doch ein bisschen dunkler geraten. Hallo? So. Genau, also das ist durchaus ein Thema. Also wir haben zum einen
Subscriptions, also Abogebühren, nachher eine klassische Werbung, nachher eine Sponsorings, also einzelne Sendungen, die versponsert sind. Das sind so ein bisschen unsere Einkommensquellen. Und dort sind wir aber ständig auch dran, oder zum Beispiel unsere Social Media Kanäle zu monetarisieren und und. Was ich aber sicher bin, Pay-TV jetzt im Sportbereich wird nie ein Case sein. Es gibt oft so ein bisschen die einfache Milchbüchli-Rechnung, wo ein Journalist kommt und sagt, Anzahl Abonnenten mal Abogebühr pro Jahr, oh hoppla, MySports ist ein Verlustgeschäft. Ja, die Rechnung kannst du in jedem Pay-TV von der Welt machen, also Sport meine ich, im Sportbereich. Das kannst du nie einfach so rechnen. Wenn du willst, in den Sport-Pay-TV-Bereich rein, ist es immer ein strategisches Investment. Und das betont UPC ganz fest, dass sie auf dieser Content-Welle mitreiten wollen, wo man eben eine gewisse, ja, sich kann ein Profil geben kann, ja, sich auch kann differenzieren kann. Und ich glaube, es geht auch um das. Aber das, was du sagst, Werbeeinnahmen, die wegbrechen, dort müssen wir in den nächsten Jahren unglaublich fantasievoll sein. Weil alles, was bis jetzt gegolten hat, oder? Super Bowl ist, gut, Super Bowl wird noch funktionieren, das ist einfach so ein Riesen-Event, oder? Genau, Und das genau. Playoff-Finalspiel 7 wird wahrscheinlich auch noch funktionieren am linearen Fernsehen. Aber alles andere, wo, sobald du kannst Werbungen überspringen und, ist einfach klar, das geht ziemlich schnell voran, dass das nicht mehr die Haupteinkommensquelle kann sein. Also ich glaube, die Medienwelt muss unglaublich fantasievoll und dran sein, dass sie die nächsten paar Jahre schadlos überleben. Ja, also ich glaube, das ist eine enorme Challenge, oder? Wo jetzt die Medien schon länger drin sind. Ich habe das Gefühl, jetzt die ganzen, über die KV-Prüfe, die wir beide mal gelernt haben, ich glaube, das ist jetzt auch etwas, wo jetzt sicher auch mit Corona, der Digitalisierungsschub, wo es dann gibt, wo wahrscheinlich auch viel mehr unter Druck kommt. Aber also ich beneide niemanden, der jetzt in dem Umfeld muss das ausrichten für die Zukunft, oder? Nein, definitiv nicht. Der Blick, wie das jetzt ja auf so mega viele Journalisten vor Ort und so, wo gerade so schnell das Geschehen im Griff haben. Ich gehe davon aus, bei euch ist das kein Thema. Ihr plant eure Sendung, ihr plant eben Sportereignisse werden übertragen und dort sind ihr so ein bisschen quasi ein bisschen ins Kleinere raus. Dort wollen wir eigentlich nicht, dass ich versuche, wirklich so ein bisschen die grossen Highlights können zu bringen. Ja, das sind für uns wirklich die Fokusthemen, unsere Hauptsportarten, wo wir extrem pflegen. Aber was wir jetzt zum Beispiel nicht anstreben, ist eigentlich so quasi eine neue Sporttagesschau aufzusetzen, oder? Dort geht natürlich Genau. viel eher in die Richtung, oder? Mit ihren regelmäßigen Sendungen, Vielsendungen, kurze Sendungen sofort rausgehen. Und dort haben wir null Anspruch. Bei uns läuft eigentlich die Sendung rund um den Live-Event um. Nebenzu gibt es logischerweise Lärm auf Social Media. Auf unserem MySports-Kanal. Aber ansonsten würden wir in diese Ecken eigentlich nicht reinwählen. Weil ich auch glaube, dort mit Sport aktuell oder Sportpanorama hat SRF dort den Bereich völlig abdeckt. Dort musst du nicht rein und meinen, kannst du etwas holen. Ja, verstanden. Du bist schon mal Schweizer Meisterin geworden, gell? Zweimal sogar. Ja, genau. Das ist schon ein Moment hier. Welchem Jahr ist das gewesen? Weißt du das noch? Oh, um Himmels Willen, es muss um die Jahrtausendwende herum sein. Ich bin nach einer relativ frühen in die Medien rein. Also ich habe bei Reichenberg Winterthur, haben sie dort mal geheißen, Unihockey gespielt. Und habe gespielt, bis ich glaube, etwa 22 war oder so. Ja, eben, dann sind wir bei der Jahrtausendwende. Weil nachher habe ich dann angefangen in den Medien zu arbeiten. Zuerst beim Radio und dann ist es schon so Schichtarbeit gekommen. Das ist nicht mehr so gegangen. Aber es war eine total coole Zeit gewesen. Ja, der Frank fragt, was universelle Ordnung ist. Du hättest das auf deiner Homepage. Ja, genau. Was ich mag, universelle Ordnung. Ich finde immer so, das Universum richtet es am liebsten so schön, oder? Also es hat nichts mit Aufräumen die Heiz zu tun, sondern dass sich Sachen, manchmal versteht man aus dem Moment heraus nicht, warum jetzt etwas so ist, wie es jetzt gerade ist. Und manchmal schaut man doch dann zurück nach 2 Jahren oder manchmal auch 10 Jahren und dann sagt man so, ah ja genau, darum musste ich diesen Umweg müssen gehen, weil ich zuerst die Erfahrung haben müssen machen musste, um dann dort und dort zu landen. Ohne dass wir jetzt völlig philosophisch werden, aber das meine ich mit dem. Okay, es ist also nicht eine bewusste Ordnung, wo du irgendwie versuchst zu schaffen, sondern es ist jetzt mehr so ein übergeordneter Gedanke, der dich amigs begleitet. Ja, also wobei manchmal versuche ich sie schon wieder zu schaffen. Es gibt doch die Tage, wo du so ein bisschen
zu wirr und zu schnell unterwegs bist und nachher mal herhocken und durchschnaufen. Und manchmal muss ich es dann so machen, dass ich schnell mein Pult aufräumen muss. Also dann hat es gleich wieder mit Ordnung zu tun. Für mich hat es dann sehr fest, kommt dann die Ordnung in den Kopf, wenn ich meine Sachen büschele. Ich habe oft ein bisschen Durcheinander mit Sitzungsnotizen. Ich weiß nicht, ob das auch so geht. Ich habe irgendwie alle elektronischen Hilfsmittel probiert, von Trello über Evernote, alles. Genau. Bin ich wieder bei Zettelwirtschaft gelandet. Und nachher habe ich auch mit vielen Terminen, kribbel ein bisschen viel auf. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mal wieder schauen, was habe ich da alles aufgeschrieben. Und dann eben ist auch viel Ordnen im Kopf. Ja, das finde ich so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, oder? Das hilft auch. Genau. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe all das Zeug auch ausprobiert. Und bei unserem Restaurant da haben wir auch x Tools ausprobiert. Und mittlerweile, ich brauche einfach so die, also ich habe alles Apple und ich habe halt einfach die Notizen von Apple und Erinnerungen von Apple. Und ich habe wirklich gefunden, das muss so easy wie möglich sein. Und irgendwie all die Tools, wo eigentlich super wären, wenn man die wirklich brauchen würde. Aber irgendwie, gell, du musst so viel bewirtschaften, die ganze Zeit. Braucht unglaublich viel Zeit. Aber vielleicht hängen wir irgendwann, vielleicht bleibe ich irgendwann mal an einem hängen, aber bis jetzt ist es wirklich noch nicht passiert. Ich habe immer wieder Ja, so genau. am Anfang ein bisschen euphorisch reingeschossen und irgendwann so, okay, ist doch nicht so das, aber nein. Ja, genau. Was machst du jetzt für Sport, so in diesen Tagen, um dich fit zu halten? Ich habe daheim ein Rudergerät und ein Trampolin. Das ist super, weil sehr effizient. Ich muss jetzt im Moment so ein bisschen kurze Sporteinheiten haben, damit ich mich reinquetschen kann in meinen Tagesablauf. Und was ich kläglich vernachlässigt habe, ist Joggen. Da bin ich gestern, wie es so schön Wetter war, völlig euphorisch. 50 Minuten, 55 Minuten joggen. Natürlich so im Quartier rum quasi. Und ich habe heute dermassen Muskel gehabt. Das ist völlig peinlich. Also wirklich in totaler Unterform. Aber es hat sau gut getan. Ja, gell. Ich finde das cool, den nächsten Tag, wenn man es so merkt, dass man etwas gemacht hat, irgendwie. Ja, das ist gut. Aber es könnte jetzt noch ein wenig weniger sein. Weißt du, dass du nicht musst so Zähne zusammenkneifen beim Steigen ablaufen? Eins weniger. Okay, aber du bist auf dem Level schon angekommen. Genau, wie wenn ich einen Halbmarathon gelaufen wäre. Ja, aber es ist so, wenn man versucht, irgendwie Neues aus. Also ich habe so das High Intense Interval Training. Oh, Weißt du, ob ja. du das etwas sagt? Ja. Das Hit, das habe ich auch, jetzt habe ich jetzt einfach mal angefangen, weil daheim irgendwie hast du nur eine Yogamatte und Ja, genau. Springseile noch, aber dann ist das eigentlich das Einzige, was kannst du von daheim, also daheim machen, außerdem eben joggen gehen. Hast du Ja, auch und mit dann hast du Burpees ja. machen? Ja, nein, also Burpees habe ich glaube, fast nie und wenn, dann ich mache es nicht im Fall. Es ist Das so ist die ein einzige Bündel Übung, die ich ohne nicht mache. Burpees. Findest du die auch Ja. so fies? Ja, ich hab früher das Freeletics-App gehabt und habe dann dort so ein bisschen. Gell, da hast du einmal Burpees müssen machen. Ja. Und ich habe Oh, das Gefühl, es hat mir aber nicht wunderbar. gut am Körper irgendwie. Ja. Das Nein, es ist Umgumpen die wirklich ganze etwas Zeit. Gemeines. Gut, du bist noch jung. Ich habe wirklich irgendwann beschlossen, das ist etwas für Junge. Das ist nichts für mich. Nein, es ist wirklich übel. So etwas Schon, fies. gell? Ja. Ja, Burpees irgendeine machen. Zeit lang ist das Freeletics ist da voll in gewesen, gell? Ja, Überall ist das, also sie haben eine mega Werbeoffensive gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann, mega. ja, ich hatte nie gefunden, ich muss nicht mehr, ich mache den Sport einfach zum fit bleiben und nicht irgendwie noch Ambitionen zu haben. Dann habe ich es dann wieder gehen lassen. Sehr schön. Ich muss schon wieder dafür langen. Der Bewegungsmelder kommt. Bin So. Du hast so schön ausgeleuchtet an deinem Wohnzimmer oder wo du hockst. Dich Ja, mit genau. professionellem Licht und dich mit meinem schummrigen Bürolicht. Aber also das ist jetzt dein Büro, wo du sowieso als Aushängeschild arbeiten, oder? Ja, genau. Also dort hast du sowieso deine Ruhe und jetzt das sind wahrscheinlich alle im Homeoffice, oder wie machen Es die das? ist heute den ganzen Tag niemand da gewesen, es war total ruhig gewesen. Und es ist noch verreckt, was die. Wir haben da mehrere Schnittplätze, unser Sendezentrum. Und es wird im Moment alles remote aus dem Homeoffice bedient. Also die Computer da, die laufen und dann Aha, ja. liegt ein Zettel auf der Tastatur, man soll bitte nichts anlangen. Und dann schneiden die eigentlich von daheim. Und du siehst Bewegungen, die der Cursor macht und so. Und dass das im Normalfall funktioniert, bei kleinen Sachen ist klar, aber dass es auch für so schwere Files, also Ja, genau. Videos, die fernsehtauglich sind, funktioniert, das finde ich schon noch faszinierend. Ich glaube, bis jetzt, also wir rühren gerade so ein bisschen alles über den Haufen, wo man immer gefunden hat, nein, Homeoffice, weißt du, das geht eben nur beschränkt und in dem und dem Bereich geht es eben nicht. Und jetzt geht es plötzlich, das ist doch crazy.
Ja, auch voll. Sitzungen machen, via Webex. Das hat man immer gefunden, ja, weißt, für gewisse Themen geht das einfach nicht. Wir machen es jetzt immer und es geht. Ja, und haben da alle Kamera eingestellt, Alex? Ich bin dort relativ schmerzfrei. Ich mache das immer, wobei ich natürlich auch, egal wie Homeoffice, ich bin immer irgendwie angelegt und weggemacht. Das ist nicht so. Aber es gibt solche, die das überhaupt nicht gerne haben. Mir stört das nicht so. Und ich sehe auch noch gerne Reaktionen oder Gesten oder so. Ich habe gerne, wenn die Leute Kameras an. Sie werden Gründe haben, wenn sie es abschalten. Ja, aber es geht mir gleich. Ich finde es, also gegenüber so einer Telefonkonferenz ist schon viel Ach, besser, wenn du die ja. Kamera hast. Nee, sonst, Ja. du merkst, die Leute hängen gerade ab am anderen Ende, wenn sie Nein. nicht das Gesicht müssen zeigen müssen. Ja, genau. Aber teilweise wirst du eben noch überrascht, sondern also ich habe es einmal einfach gehabt, ich dachte, das wird jetzt eine Videokonferenz ohne Video. Und nachher haben alle das Video eingestellt und dann habe ich gedacht, Ist okay, ein jetzt bisschen muss ich auch. unter Und dann habe ich halt Joggingkleider angehabt, ich gehe dann nachher joggen nach dem Meeting. Und irgendwie der eine hat den Anzug angehabt. Und ich dachte, das ist auch noch, es gibt aber gerade die, die so jetzt in dieser Quarantäne, weißt, so voll den ganz gleichen Tagesablauf Das machen geht wie total auf. sonst, zum nicht irgendwie aus der, ja, aus dem rauskommen oder aus dem Rhythmus. Das ist eigentlich sehr herzig, oder? Aber was du auch kannst machen, wäre einfach so, weißt du, das Sakko immer in Griffnähe haben, dann kannst du es schnell überwerfen, übers Lauf reiben, das merkt doch niemand. Blöd ist nur, wenn Genau. ich jetzt gestern eine Telefonkonferenz nach dem Job hatte, dann hätte ich Schiss gehabt, ich hätte irgendwie einen Infarkt oder so, weil mein Kopf ist dermassen roh gewesen, noch Stunden. Jetzt ist das Licht wieder. Ja, ich muss immer fuchteln. Es ist nicht so. Keine Störung, das Aber es ist so, funktioniert. ich hab letztens den Pulli angelegt und dann habe ich auch drunter meine Sportsachen angehabt. Hat Petra Gössi Zimmerpflanzen? Fragt der Nick Hartmann. Ich weiß auch nicht, müssen wir noch den Petra anrufen. Die Pflanze ist ein Fake dahinter. Das habe ich schon das letzte Mal müssen sagen. Sie sind nämlich gefragt Also ich worden, ob zeige dir das noch dann. schnell meine einzige Pflanze. Das ist so schlimm. Es war mal eine Orchidee. Schau mal. Petronius Kümmerlich. gsi. Das ist so übel. Ich habe sie mal zum Geburtstag bekommen von unserem Chefredakteur, von Tobi. Und sie ist Wie hat denn die klebrig. so ein Schicksal bekommen? Also, Ach, weißt du nicht zum grünen Orchidee. Daumen, oder? Orchidee. Es sind einfach Dieben, die Orchideen. Mit denen kannst du einfach. Nein, es ist übel. Ich habe sie mal einmal ein bisschen vergessen und dann hat sie einfach blöd getan und ist nicht mehr gekommen. Okay. Aber du Ich habe behaltest sie noch als überhaupt keinen Erinnerung. grünen Daumen. Grauenvoll. Aber das ist jetzt gut, behaltest du noch als Erinnerung, Also dass der Chef nicht, normal. dass man Also, dir keine ja, Pflanzen schenkt. nur Sukkulente. Sukkulente kann man mir sehr gern schenken. Ja, aber nicht, was man muss täglich gießen. Ja, genau. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Was hast du sonst so im Büro noch? Kannst du noch mal zeigen oder Ja, ist das sicher. Warte mal schnell. Es ist relativ karg. Also das Wichtige ist, mit diesen Schöckli locke ich immer meine Kollegen ins Büro. Da ist der E-Sports-Hoodie. Sie sehen, dass es mir ernst ist mit E-Sports. Da noch ein bisschen. Ah, ein Dirk Nowitzki-Autogramm dort hinten. Und Achtung, da, Klibi und Caroline. Ein Autogramm von Klibi und Caroline. Die Jüngeren kennen jetzt das gar nicht. Sieht man das echt überhaupt? Ja, man sieht Genau, da noch eine es. rote Der Karte Totenkopf. von Massimo Busacca. Die habe ich mal bekommen. Da unten noch eine Karikatur, die hat einen schändlichen Platz bekommen. Ja, und das ist es dann schon. Und da vorne ein kleines Sitzungstischchen und eine Wasserflasche. Noch ein bisschen Und Spielzeug. durch Idee. Und doch Ideen, das ist ein übles Bild. Ein übles Bild. Julia hat geschrieben, du sollst sie ins Büro auf Wallisellen bringen, sie päppelt sie wieder auf. Nein, das ist sicher die Julia. Ihr habe ich einmal eine geschenkt, wo ich in Erlenbach hatte, wo ich in Wallisellen hatte. Und sie hat sie jetzt die 3 Jahre durchgegossen. Man stellt das mal vor. Jesus Ja, genau. Gott. Jetzt Also, du weiß sie hättest schon das. Abnehmerin. Ja, genau. Der Frank fragt noch, ich nehme einfach ab und zu die Fragen rein. Ja. Das Ziel von Sportlerinnen und Sportlern ist es primär gewinnen oder haben sie auch andere Ziele? Ich glaube, irgendwo über allem steht immer der Sieg. Alles andere wäre komisch, aber ich glaube, auf dem Weg dorthin gibt es manchmal 7 Zeitetappen, wo dann herzlich wenig mit dem Ziel
zu tun haben, oder mit dem Sieg zu tun haben. Der Federer sagt ja relativ oft, wenn er seine Leistungen so beurteilt, dann ist er manchmal zufrieden mit einem Match, der für uns von außen vielleicht eher so ein bisschen naja war. Aber er hat vielleicht in diesem Match das und das ausprobieren und hat gemerkt, ah ja, ich habe in diesem Bereich Fortschritt gemacht. Also ich glaube, so das akribische Weiterkommen hat ganz viel mit Fokussierung zu tun. Und dann muss man manchmal auch das Resultat außer Acht lassen und einfach etwas anderes drüber stellen. Aber im Endeffekt wird ja jeder Pokal und Medaille, dann glaube ich, enden wir schon wieder beim Sieg. Und das ist halt das Ziel wahrscheinlich so ein bisschen. Also das Ziel ist der Sieg und für das tut man halt sich dann wie Unterziel setzen, ja, wo man dann wie, wo es dann wie ein Sieg ist für sich selber, dass man jetzt mal das können erfolgreich ausprobieren, was aber für den Zuschauer gar nicht irgendwie ersichtlich ist im ersten Moment. Ja, also, genau. Und das ist noch lustig, oder? Bei so Sportlerinterviews, unmittelbar nach dem Wettkampf, fällt mir sehr oft auf, dass die Beurteilung von der Öffentlichkeit oder von den Journalisten manchmal überhaupt nicht deckungsgleich ist. Also dass manchmal dann tut man einem gratulieren zum hervorragenden dritten Platz und der findet, hey, das ist jetzt das Hinterletzte, dass ich jetzt Dritte geworden bin, weil es wäre so und so viel drin gelegen. Und hank hier um, es ist nur der dritte Platz und der findet, hey, das ist das Beste, was ich heute machen konnte, weil ich kann endlich irgendwie den Innenski besser können. Ich weiß auch nicht, so kleine Details, das finde ich schon wahnsinnig spannend im Sport. Und ich glaube, auch darum ist mir noch nie langweilig geworden im Sport. Und darum bist du wahrscheinlich auch immer noch Moderatorin und nicht ausschließlich quasi Programmchefin, oder? Also ich kann mir das ist mega. Wie so eine Leidenschaft, das willst du noch behalten, oder? Letztens hat mich jemand gefragt, was machst du jetzt so, wenn du keine Sendungen hast? Dann habe ich gesagt, ja, look, du musst das so vorstellen, wie im Job im Moment, der ganze Fun-Part ist weg. Also coole Sendungen moderieren, Gäste empfangen, Gastgeberin sein, das ist alles weg. Und es bleibt in Anführungszeichen nur noch so das Bürozeug. Und das ist natürlich ganz fest so, das Rotlicht. Ich habe es mega gerne, die Live-Situationen, das Unberechenbare. Das ist schon sehr toll. Die Frage ist noch, ob du den Federer schon getroffen hast. Ja, ich habe ihn schon mehrfach getroffen. Der war natürlich bei uns in der Sendung, wenn wir Sports Awards hatten. Ich glaube, er war zweimal dort. Und dann habe ich auch sonst Match for Africa mal mit ihm gemacht. Mhm. Dort zusammen mit dem Rainer Salzgeber co-moderiert. Und dann noch so bei 2-3 Interviews. Also ich glaube, es sind etwa zwei Handvoll Begegnungen, die wir hatten. Und das ist noch speziell, oder? Ich glaube, was man immer liest, er ist so zuvorkommend, er ist so nett und so am Boden geblieben. Ich kann dem nichts entgegenstellen, oder? Es ist jedes Mal, bei jedem Dreh, den wir hatten, ist es so gewesen, dass er aufs Set gekommen ist, voraus, seine Entourage, alle unglaublich nervös. Auch unsere Chefs waren immer total nervös, wenn er im Anflug war. Das hast du dann so gemerkt, es hat dann so ein bisschen knistert in der Luft. Und nachher kommt er rein, dann wird es ruhig, alles ist cool, alles ist entspannt. Und nachher ist jedes Mal so gewesen, dass er jeder Person auf dem Set die Hand geschüttelt hat und jedes Mal gesagt hat, hoi, ich bin der Roger. Das finde ich einfach so geil, dass sich der drittbekannteste Mensch auf der Erde jedes Mal noch vorstellt. Oder? Total cool. Und ich glaube, das ist manchmal etwas, was mir auffällt bei Leuten, die weit weniger bekannt sind, weil ich immer davon ausgehe, ja, man muss doch mich kennen. Und ich glaube, immer wenn sogar er noch seinen Namen sagt, dann sollte das jeder andere auch machen. Ja, das ist eine coole Geste. Das Thema Nervosität, der Rüegger fragt noch, ob du amix auch noch nervös bist bei Live-Sendungen. Ich bin nicht mehr nervös. Also, es gibt so grosse Kisten, wo ich manchmal schon noch so spüre, okay, jetzt kribbelt es mega. Das gibt es auch vor Publikum, also in Sälen, in gefüllten Sälen logischerweise, gibt es das auch, so ein bisschen eins über der normalen Anspannung. Und das Normale ist bei uns einfach so einen kleinen Adrenalinschub, der einfach maximale Konzentration hergibt. Aber ich glaube, das ist ganz ähnlich bei dir. Wenn du eine Rede haltest oder so, dann brauchst du einfach einen kleinen Kick, wo dein Hirn scharf macht. Oder? Und ich glaube, das brauchen wir immer. Und wir arbeiten ohne Prompter. Das heisst, wir haben nie ausformulierte Texte oder so, die wir ablesen können. Das heisst, du musst da oben parat sein, sonst bist du wirklich nicht gut. Und dort, glaube ich, braucht es auch so eine gewisse Grundnervosität. Aber es ist nie eine, die Angst macht. Oder ich glaube, eine lebende Nervosität, das wäre sehr blöd. Aber das ist eigentlich nicht.
Wieso haben die keine Prompter? Ja, im Sport ist es so, du hast zu oft Situationen, wo du gar keine Zeit hast, um den Prompter befüllen. Jemand muss Okay. einen Input hineingeben und du bist so fest am Reagieren, auf was gerade passiert, dass du die Inputs gar nicht könntest geben. Darum Okay. arbeiten wir ganz generell ohne. Und das ist die beste Lehre, weil wenn du dann merkst, wenn Leute am Prompter arbeiten und dann fällt er mal aus, dann bist du verloren, Genau, wirklich verloren. Und das willst du eigentlich nicht. das glaube ich, ja. Der Pascal fragt noch, wer ist die beeindruckendste Sportlerin oder Sportler gewesen, den du getroffen hast? Gibt es da jemanden, der so raussticht? Wer ich total lässig gefunden habe, war sehr früh in seiner Karriere, ist der Schweizer Basketballer, der Thabo Sefolosha. Er hatte total eine gute Art gehabt. Er war dort so im Aufstieg. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie dem Mensch gibt es noch einen Haufen mehr als einfach nur den Sport. Mich beeindruckt oder dunkel eigentlich immer die Leute spannend, wo man nicht nur kann über Sport reden, wo man merkt, da ist auch noch etwas anderes rum. Das habe ich bei ihm ganz fest gehabt. Andre Agassi zum Beispiel hat mich einfach sehr beeindruckt. Ich habe ihn zusammen mit seiner Frau, mit Steffi Graf, interviewt. Und sie ist eine Frau mit riesen Charisma. Er einfach ein Rockstar. Das habe ich total cool gefunden. Und im gleichen Atemzug muss ich so sagen, ich habe Pete Sampras können interviewen, auch einer von der älteren Garde, den ich total cool gefunden habe auf dem Platz. Und das war einfach ein bisschen langweilig. Also es gibt dann manchmal schon auch so Enttäuschungen, wo du so findest, oh nein, okay. Das Poster an der Wand ist okay, aber das Interview. Ja, voll. Okay. Was hast jetzt du noch so für Ziel? Wir haben es vorher noch von Kühne gehabt und so. Hast du jetzt irgendwie kurzfristig etwas, wo mit UPC oder auch sonst mal die 55 Minuten joggen vielleicht ein bisschen schneller. Das ist definitiv das Ziel. Also, es ist wie gerade so eine Phase, no excuses, das mit dem Sport, oder? Da kannst du immer bringen, es ist eng und es passt eben gerade nicht rein, aber jetzt im Moment gibt es wirklich keine Ausrede, weil es fällt pro Tag sehr viel Pendelzeit weg, wenn man im Homeoffice ist. Das heißt, das mit der Ja, Fitness genau. ist sicher gerade mal so ein kurzfristiges Ziel. Und beruflich habe ich so recht den Gefallen gefunden an der Verantwortung, die ich jetzt im Moment trage. Und ich möchte das schon gerne weiterziehen. Ich bin sehr gerne die, wo entscheidet oder mitentscheidet. Ich bin sehr gerne die, wo ein Team anführt und mitzieht. Ich habe sehr gerne die Energie vom Vorgesetzten. Das gefällt mir extrem. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass ich weiterhin in die Richtung will, mich verbessern oder was mir noch fehlt. Ich habe so die völlige Quereinsteiger-Vita. Und ich glaube, das nächste Ziel, das ich mir setze, ist, dass ich wirklich noch könnte, so eine Management-Ausbildung machen, da muss ich noch ein bisschen Luft haben. Wir sind immer noch in einer Phase, wo man recht über dem Soll schafft. Und ich weiß, du hast ja das gerade gemacht, hey, es wird immer dunkler, ich muss noch mal schnell fuchteln. So. Ich weiß, du hast das gerade Wunderbar. gemacht. Es braucht dann schon viel Effort und Zeit, wenn man es richtig machen will. Aber das ist sicher das nächste Ziel. Noch den Fötzel zu haben. Okay. Ich bereue ja total, dass ich nicht einen Studienabschluss habe. Ah, du hast das KV gemacht und Also, nachher ich habe bist eine du Matur voll im gemacht, Berufsweg. Ich habe eine Matur gemacht, habe nachher wollen studieren, habe dann aber gedacht, ja, bevor ich Wirtschaft studiere, schaue ich mal, ob mir das wirklich taugt und habe dann die Ausbildung gemacht, wo wie die Lehre ist auf der Bank. Bei der UBS habe ich die gemacht, 2,5 Jahre. Nachher habe ich Ja. abgeschlossen und habe gemerkt, ach, was ist denn das mit dieser Bank und dieser Wirtschaft? Oder Wirtschaft studieren ist es doch nicht. Ich gehe in den Ja. Journalismus und nachher habe ich wollen, ein Praktikum machen. Bei Radio Zürichsee und dann haben die mir eine Feststelle angeboten. Und nachher bin ich so reingeraten und nie mehr rausgekommen. Und ich würde jetzt einfach zu gerne einfach können sagen: Bam, my master's Da degree. ist er. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und alle Das ist Leute bei mir sagen mir immer wirklich so: Ach, so. das ist doch nicht so schlimm. Und ich finde, ja, das sagst du nur, weil du einen doppelten Master in weiss ich was hast. Dann würde ich das auch sagen. Ja, voll. Aber das ist wirklich der Grund, so ich gefunden habe, ich ziehe es gerade durch, so Bachelor, Master, alles in einem Stück, also auch Teilzeit, oder? Aber ich habe auch gefunden, dann hast du es, weil irgendwie, nachher eben, jetzt bist du so drin wie du und nachher bist so, hast schon mega Management irgendwie Verantwortung, hast quasi Startup, das du aufbaust, aber trotzdem voll Genau. Management-Kompetenzen und irgendwie, dann ist es schwierig, zu das nachholen. Aber eben, es ist nie zu spät und es kann immer noch Mache ich werden. dann irgendwann noch? Ich schicke dir dann das Diplom, das Foto vom Diplom.
Ja, genau. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, ich habe dir nicht gesagt, dass wir so lange schwätzen. Nicht, dass dein Abend auseinander, dein Programm auseinandergeht. Wir haben aber noch eine Frage gehabt. Anscheinend sorgen sich die Leute darum, ist das Risiko um, dass MySports wegen Corona bald nicht mehr gibt? Nein. Oder sind wir als Zuschauer safe in Sachen Hockey? Ihr seid safe. Nein, das kann ich wirklich sagen. Ich meine, wie im Moment jedes Unternehmen feststellt, Corona ist wirklich, wirklich fies und das tut uns schaurig weh. Aber da gibt es Lösungen daraus raus, das ist völlig klar. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wir sind da. Sehr gut, das freut alle, die zuschauen. Ja. Was, vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss. Bist du viel so im Oberland unterwegs? Oder weißt du so ein bisschen, was nimmst du noch mit aus der Kindheit damals? Es ist ein bisschen fies, oder? Ich bin in Dübendorf aufgewachsen und meine Eltern haben noch ganz lange dort gewohnt, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt haben die vor ein paar Jahren, vier sind es wahrscheinlich etwa unterdessen, haben sie weggezügelt ins Bündnerland, so in ihre Heimat rauf. Oh. Und jetzt habe ich Okay. nicht mehr so einen Bezug dorthin. Und es ist wirklich witzig, wenn ich jetzt durchfahre, ich habe noch eine Freundin, die in der Nähe von Uster daheim ist. Dann merke ich, immer so, oh ja, das, so war es immer gewesen, aber ich bin viel, viel zu wenig in der Nähe. Ich bin jetzt am Zürichsee daheim und dann ist es auch nicht mehr ganz so am Weg. Aber es ist schon, es schmeckt immer noch nach daheim, definitiv. Ja, und es ist ja nur über den Hunger eigentlich vom Ja, ja, Zürichsee und ja, nachher bist ja. Auch wieder, ich bin gestern bin ich laufen gegangen im Oberland und also so dort, wo ich aufgewachsen bin, in Gossau, und da kommen so viele Kindheitserinnerungen durch. Ja, das Und glaube ich ich. habe irgendwie, ich habe so gedacht, was so in diesen Teenager-Jahren, in wenigen Jahren alles erlebt hast, also vor allem, was du für Seich gemacht hast, so von 13 bis 17 oder so. Und ich bin jetzt ja auch noch nicht alt, aber jetzt, ich habe das Gefühl, in den letzten 10 Jahren ist das nicht mehr so wild gewesen, wie so die 3, 4 Teenager-Jahre. Es Und das macht ist uns irgendwie, süchtig. Ja, genau. ja, Nicht gut. das ist cool gewesen. Also muss ich sagen, so back to the roots wieder mal, das gibt einem irgendwie so gute Gefühle wieder. Ja, das glaube ich. Hey, kann ich auch noch eine Schlussfrage stellen? Wir haben uns kennengelernt am 6 Leute. Was machst du ohne 6 Leute? Ja, es ist wirklich eine Nein. gewisse Tragik. Nein, das ist so, du freust dich ein Jahr lang auf den Event und Krass. es ist absehbar. Also, was so die Engadiner abgesagt haben, habe ich gedacht, okay, ja, es wird langsam ernst. Und nachher, wo es eigentlich der Lockdown beschlossen ist, ist es klar gewesen. Vor allem am 6. Juli, das ist ja die Risikogruppe sehr präsent und entsprechend wäre es ja wirklich nicht verantwortlich, dann etwas zu machen. Ja. Ja, nein, es ist hart. Und jetzt habe ich heute haben wir den Sitzungskalender bekommen für die nächsten paar Wochen von den Parlamentssitzungen. Ja. Und ich habe so den Dienstag nach dem 6. Leute habe ich eigentlich blockiert gehabt für 6 Leute, oder? Also ja, du weißt es auch, dann kannst du dich nicht am Morgen machen, den Nein. Termin haben. Und jetzt habe ich gesehen, zusätzlich ist an dem Tag ein Sitzungstermin reingekommen. Und ich habe gefunden, das ist jetzt völlig gut, weil der Tag ist jetzt Super. einfach blockiert Ja. sind und 6 Leute am Montag und Dienstag auch gerade voll mit Terminen, weil sonst bist du so daheim und denkst so, ach, das Rührst wäre ein jetzt bisschen vor dich der schönste hin. Tag im Jahr. Ja, also das glaube ich. Also das ist wirklich krass, so für Zürich unvorstellbar und doch ist es so. Ja, voll. Wie sind noch deine Erinnerungen jetzt so ein Jahr lang, also ein Jahr später? Ich finde es total cool, oder? Ich habe ja dort auch in meiner Rede so ein bisschen von meiner Agglo-Herkunft, dass man immer so der Zaun-Gast war bei den 6 Leuten. Und ich habe gedacht, dass ich auch an dem Abend bis zu einem gewissermaßen Zaun-Gast wird bleiben, bin ich natürlich gewesen. Aber ich habe mich so wohl gefühlt und so extrem gut aufgehoben. Ich habe es wahnsinnig herzlich gefunden. Und das ist wirklich für mich so eine bleibende Erinnerung. Und übrigens daheim habe ich immer noch den Brotsack von der Weggezunft, wo unser Ja, täglich genau. Brot eingewickelt wird drin. Tatsächlich. Ja, sicher. Also das ist schön, dass das du dich gerne um die Hofmeister weiterleitest. Lass Da mich hat er sicher herzlich Freude. grüßen. Aber wie hast du die Rede, das ein Wunder, wie hast du die Rede vorbereitet? Das ist ja nicht eine alltägliche Rede. Du hast vorne gefragt, ob ich noch oft nervös bin. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich richtig nervös war, ist dort, weil ich so ein Flair
wenn ich mir im Kopf setze, dass jetzt die Rede richtig gut sein muss, dann setze ich mich dermaßen unter Druck, dass ich dann wirklich auch angespannt bin. Entsprechend habe ich mir auch bei dieser Rede, also ich hoffe, man hat es ein bisschen angemerkt, ich habe mir wirklich unglaublich Mühe gegeben, habe mich so darauf gefreut. Auch noch einen kleinen Seitenhieb gegen den anderen, kann ich ja jetzt sagen. nein, es war total cool und ich habe auch Freude gehabt. Und ich habe natürlich auch ab jedem Lacher, ich meine, du übst das Zeug irgendwie und denkst, hier käme jetzt ein Lacher und hoffst, dass dann einer kommt. Und dann bin ich natürlich um jeden wahnsinnig froh gewesen und bin dann auch so ein bisschen in einen Flow reingekommen während der Rede. Ich habe gemerkt, es ist ein gutmütiges Publikum. Ja, sehr cool. Hast du dann aber auch irgendwie, hast dich informiert, wie so Zünfter oder so? Das ja, ich habe recht viel Recherche, es ist ja zum Glück dann mein Handwerk, recht mit vielen Leuten geredet und mir viele externe Eindrücke reingeholt, weil was ich eigentlich hatte, sind nur meine Vorurteile eben aus meiner Aglo-Optik und ich wollte es natürlich schon ein bisschen genauer wissen. Es war wirklich schön, gewesen, auch dann so die Gespräche zu führen. Ja, cool. Ich habe ja das auch, ich bin eigentlich auch so reingekommen, ich bin ja nicht irgendwie so aufgewachsen. Ja. Und ich habe dann auch so eine Rede mal dürfen halten. Und es ist schwierig, es ist halt schon, es gibt nicht so, du kannst es nicht wie googeln und du findest die Reden nicht, weil das halt wirklich so einfach Gentleman Agreement ist, dass man das nicht veröffentlichen tut. Und ich glaube, darum ist jede Rede an sich eigentlich schon mega speziell, oder? Weil sie nicht, ist nicht wie eine 1. August-Rede als Politiker, wo du, wenn die erste Mal musst halten, gehst du einfach googeln und dann irgendwie, ja, dann kannst du den Eindruck sammeln, oder? Ja, genau. Aber du hast, glaube ich, schon 1. August-Rede nicht gehalten, ja, oder? Ja, schon ein paar. Und das finde ich auch immer ganz speziell. Ich mache das aber auch nur bei Gemeinden, wo ich einen Bezug dazu habe. Du bist dort wahrscheinlich ein bisschen mehr unter Druck, die macht man einfach. Aber ich finde, ich mache das nur, wenn ich auch etwas zu sagen habe zu einer Region oder zu einer Gemeinde oder wenn jemand einen klaren Auftrag an mich hat, was sie gerne haben wollen. Aber es ist auch extrem etwas Schönes, finde ich. Die Leute sind dann auch so in aufgeräumter Stimmung, sehr etwas Lässiges. Ja, genau. Ja, du hoffst, wir können den 1. August feiern dieses Jahr, gell? Oh ja, sag nichts. Jetzt machen wir dann eine virtuelle Insta-Live 1. August. Genau. Ich hoffe, bis dann können wir den Nick Hartmann zuschalten. Der hat sich dann vorher noch verabschiedet von uns. Ah, so ein freundlicher Nick. Ist nur... Auf bald, Frau Buchli hat er geschrieben. Sehr schön. Danke für die Unterhaltung. Ja, wir hoffen, dass Instagram dann auch Gruppendings zulässt. Ich weiss ja nicht, nur die allerletzte Frage. Houseparty, hast du das auch installiert? Nein, das habe ich nicht installiert. Aber es sagen mir jetzt alle, also bei mir gibt es Zoom-Partys in meinem Umfeld. Das ist wahrscheinlich die ältere Version von House-Party. Genau. Im Moment bin ich im Fall noch so drauf, ich bin am Abend total assi. Du bist jetzt mein letztes Live-Gespräch am heutigen Tag, nach etwa 4 Stunden, eben WebEx, weiss der Geier, was alles für Kanäle. Und ich habe jetzt fertig geredet. Jetzt gehe ich heim, nachher kann ich noch ein bisschen mit meinem Mann reden und die Tochter schläft wahrscheinlich schon. Und that's it. Aber jetzt nochmal quasi ein Güppli mit der Kollegin. Ich mag das nicht. Ja, voll. Ja, hast recht. Also, du genießt den Feierabend. Ja, aber es danke ist viel, viel mal. Mit dir ein bisschen zu bläudern. Bis gleich. Ja, hat mich auch gefreut. Bis gleich und mach's gut bei all deinen Vorhaben und vor allem dann beim Joggen das nächste Mal mit weniger Muskelkater. Das wird jetzt besser. Nein, ich habe Sorge um keine Burpees. Das finde ich einfach schön, die Einigkeit, die wir haben im Thema Burpees. Das nehme ich vom heutigen Tag mit. Sehr schön. We hate Burpees. Burpees, so ist es. Steffi, danke vielmals. Du auch, danke. Tschüss. So, das war es für heute. Danke vielmals fürs Mitmachen, fürs Fragen stellen und fürs Zuschauen. Am Mittwoch machen wir den nächsten Tag und zwar mit dem Präsidenten von Hotellerie Swiss und hört zu, wie es den Hotels momentan bei Corona geht. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, macht es gut und bis am Mittwoch, Viertel vor 8. Ciao zusammen.